Hi ihr Lieben, ich habe nochmal einen Sustrene-Gräne-Haul, aber nicht unbedingt, weil ich Sustrene-Gräne suchte. Doch, tue ich. Aber ich wollte mir einfach den Laden im Alexa mal angucken. Nee, doch. Ja doch, im Alexa. Naja, finde ich mit der schlechteste Laden. Also einfach nur, weil da kaum was für Sachen hat. War aber auch davor mal kurz in den Spandauer Kran, aber ist ja eigentlich völlig schnudde, wo ich was geholt habe. Zum einen, die, glaube ich, werde ich immer holen, wenn ich da bin, diese Tags, weil zum Thema Mini-Alben, kosten 1,22, 10 Stück. Dann habe ich da entdeckt solche, ja, Lochblätter, nenne ich es mal. Und ich finde es total cool, da kann man ja so seine eigenen Sachen nähen. 5 Stück sind da drin, etwas größer als DIN A5, würde ich behaupten. Und das hat für mich förmlich danach geschrien, eine Valentinskarte zu basteln, weil man ja da super süß ein Herz drauf nähen kann. Ja, will ich mal machen, 2,38 Euro. Dann habe ich mir hier aus der Nähabteilung, oder keine Ahnung, wie die Abteilung da sortiert sind, diese Knöpfe hier mitgenommen. Der Plan ist, damit Mini-Alben zu verschließen. Mal schauen, ob es funktioniert. 60 Stück Silber und Schwarz. Hat gekostet 1,68 Euro. Kann man nicht sagen, sind halt so Druckknöpfe. Und ja, mal schauen, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Zum Thema Bullet Journaling habe ich mir dieses kleine Lineal hier mitgenommen, einfach weil da diese Kreise sind. Und da hat man ja immer so Listen, die man zeichnet, die man dann abhakt. Und ja, hat 1,24 Euro gekostet. 1,24 Euro. Und ja, ist halt hier so die Größen, 1 cm Durchmesser und so weiter und so weiter und so weiter. Und das ist halt für Bullet Journaling ideal. Dann durfte mit hier einmal solche Luftballons, 1,14 Euro, da sind drin, keine Ahnung wie viel. Ich denke mal 3, 6, 9 Stück, Silber, Schwarz und Weiß. Dann habe ich entdeckt in so einer Kramkiste hier solche kleinen Buchringe. Fand ich auch ganz süß, wenn man gerade so Mini-Alben eben aus solchen Text macht oder eben aus Briefumschläge, braucht man nicht unbedingt diese großen Buchringe. 1,39 Euro, da sind 15 Stück drin. Ideal. Und natürlich habe ich auch die kleine Schwester mitgenommen. Richtig günstig. 10 Stück sind da drin. Hat unter 1 Euro gekostet. 84 Cent. So eine Packung kostet im Bund bei Teddy 1 Euro. Natürlich bei Action. Wer Action kennt, die sind natürlich da günstiger. Aber ich fand die jetzt ganz schön, weil die eben so weiß sind. Bei Action gibt es die auch nur in Kraftfarben. 4 Stück. Und dann habe ich mir nur so zum Testen mal hier so Naschkram mitgenommen. Einmal hier so whatever. Spezialitäta. Ja, das. Spezialitäta. Wie geil. Und hat gekostet. Die Spezialitäta waren umsonst. Ich weiß nicht, welcher Preis die Spezialitäta gekostet haben. Und hier einmal Karamellkugeln mit Schokoladenüberzug. 99 Cent. Und ja, das war es auch schon von Sustrene Gräne. Also gar nicht viel. Ach Gott, nicht mal 4 Minuten das Video. Naja, aber ich wollte es euch halt einfach zeigen, damit ihr seht, was es da noch so alles gibt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.